So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 3. November 2021, hier gemeinsam mit Markets. Wir wollen einen Blick auf die Märkte uns gönnen, den DAX natürlich beleuchten, auf dem Weg in Richtung Allzeithochs. Wir wollen natürlich einen Blick werfen auf die gestrigen Earnings, einen Blick werfen auf einige interessante Plays. Ich habe heute früh schon bereits in der Discord-Community Gameplans geschrieben, beziehungsweise das ein bisschen aufbereitet. Gestern auch nachbörslich zu Triple BY, also Bed Bath Beyond, habe ich jetzt noch nichts geschrieben gehabt. Da gibt es so eine kleine, nennen wir sie mal Meme-Stock-Frenzy wieder infolge des erhöhten sogenannten Short-Floats, also sehr, sehr viele Marktteilnehmer, die short sind, oder Institutionelle, die eben rausgesqueezed werden. Da gab es eine Aufwärtsbewegung, ich glaube, von 70, 80% in der Nachbörse. Daneben allerdings dann auch fundamentale Events. Da werden wir einen Blick drauf. Und zwar zum Beispiel Zillow im Real Estate-Bereich ist das ein Unternehmen. Also das heißt Immobilien, die man dort im Grunde genommen auf einer Online-Plattform genommen handeln kann. Unglaublich hohe Wachstumsaussichten. Und jetzt haben sie sich ein bisschen verkalkuliert, offensichtlich. Wir werfen da gleich einen Blick drauf. Ich bin jetzt kein Experte im Bereich Real Estate, aber zumindest mal irgendwie auf den ersten Blick, als ich es gehört habe, was die jetzt abgestoßen haben, dieses Home Flipping, muss ich ganz ehrlich gestehen, das hätte mich auch schwer gewundert, wenn das wirklich funktioniert. Und dennoch, und das ist vielleicht der Punkt, auch da eine Möglichkeit, ein etwas skeptisches Bild für die nähere Zukunft zu zeichnen in Bezug auf einige Growth-Titel. Da werfen wir einen Blick drauf. Ja, Pfizer gestern mit einem sehr, sehr starken Lauf und beziehungsweise Tagesschluss, eventuell für einen Second Day Play interessant. Dann haben wir noch Lyft mit sehr, sehr starken Zahlen tatsächlich. Dort zeigt sich der sogenannte Revenue per Active Driver. Also das ist so eine Schlüsselmetrik, die dort den Umsatz pro aktivem Fahrer eben innerhalb ja, wie soll man sagen, Fahrdienstleistungsbereiches einfach einfängt. Und die Aktie mit einem Gap von knapp 10% ist auch in der Vorbörse schon sehr, sehr stark. Da werfen wir einen Blick drauf. Ja, wir werfen natürlich einen Blick auf die gestrige Entwicklung, sicherlich auch in Silber. Drop. Ich habe erst beim zweiten Blick, also ich habe Silber so ein bisschen aus den Augen verloren, weil das jetzt charttechnisch nicht so spannend war. Aber doch einiges an jetzt Abgabedruck, der sich dann dort aufgebaut hat, über 2% gestern im Minus. Und deutlich zurück unter die 24er-Marke. Da werfen wir natürlich auch einen Blick drauf. Und ja, also wir haben einiges zu covern heute. Zunächst, bevor wir offiziell starten, einmal der Blick hier auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, der nicht für jeden Anleger geeignet ist, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Macht man sich zunächst einmal mit diesem vertraut, dann entscheidet man, ob der Handel mit diesen Produkten sich eignet. Darüber hinausgehen kann man dann auf markets.com/de sich eine Demo runterladen, die sogenannte Markets X Handelsplattform, die wir gleich hier auch nutzen wollen. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de, dort auch alle Informationen rund zur Produktpalette über CFDs und Devisen hinaus, die Markets anbietet, physische Aktien, ETF beispielsweise auch, die dort eine Rolle spielen. In dem Zusammenhang Katie Woods zum Beispiel, der ARK Innovation ETF, der spielt da auch durchaus eine Rolle. Zillow spielt da eine Rolle, da spielt aber auch zum Beispiel Tesla eine ganz große Rolle. Also ARK Innovation ETF ziemlich stark gelaufen. Da haben wir auch gleich einen Blick drauf. Also klassisches Zurückkommen zum Risikohinweis bzw. Markets an der Stelle Multi-Asset Brokerage. Wenn ihr Fragen habt rund um die Märkte, nutzt gerne die Möglichkeit, jetzt hier einmal während des Livestreams eure Fragen zu stellen. In der Chatbox bei YouTube bzw. auch bei Twitch gerne. Wenn ihr darüber hinausgehend Fragen habt, gerne in der Chatbox unterhalb des Videos eure Fragen stellen bzw. mir gerne eine Mail schreiben, jklatt@jk-trading.com oder auf meiner Webseite jk-trading.com/forum. Da gibt es alltäglich von mir eine aufgesetzte Trading-Chatbox. Die Discord-Community, dazu stelle ich gleich den Link noch ein. Da könnt ihr auch die Gameplans auch für die einzelnen Plays für heute schon mal anschauen mit Ausblick auf die US-Eröffnung. Und ja, also es gibt auf jeden Fall diverse Möglichkeiten, dort in Kontakt zu treten. Nutzt diese gerne, nicht nur mit mir in Kontakt zu treten, sondern euch auch mit gleichgesinnten Tradern eben zu den Märkten auszutauschen. Ich räume kurz mal hier im Hintergrund ein wenig auf. Schau mal eben, jetzt stelle ich gerade fest, Asche auf mein Haupt, ich habe noch gar nicht Guten Morgen geschrieben. Oh, Backe. So, Guten Morgen, Traders. So, das ist jetzt die Chatbox, wo es hier aufgeht. Und ganz kurz für alle YouTuber, hier ist einmal der Twitch-Channel, wo bis jetzt noch nie technische Schwierigkeiten aufgetreten sind. Dreimal auf Holz geklopft. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Sollten Schwierigkeiten bei YouTube auftreten, wie gesagt, wechselt gerne rüber zu Twitch. Da ist bis jetzt derart noch nichts aufgetreten. Ja, und dann werfen wir einen Blick auf die Märkte. Wie gesagt, zunächst der Blick auf den DAX. Das ist allerdings jetzt nicht so spektakulär, ehrlich gesprochen. Ich muss, oh, wartet mal ganz kurz. Heute früh festgestellt, manchmal gibt es hier ein kleines Mini-Bug in Anführungsstrichen. Und zwar Mini-Bug dahingehend, dass wir. Okay.
Nicht schlimm. Also die Linien, die sind jetzt hier leider rausgeholt, rausgenommen worden, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer. Ist allerdings nicht so schwer, weil die Linie lässt sich auch relativ zügig selber hier wieder reinzeichnen. Das hier oben, das ist der Bereich, der jetzt wahrscheinlich magnetisch wirken dürfte und der auch in den Folgestunden interessant wird. Oh, hoppala. Und zwar der Bereich Allzeithoch. Das ist die Region so roundabout um 16.030 Punkte ungefähr. Ich hatte das heute früh geschrieben. In meinem DAX-Ausblick, beziehungsweise in der Erwartungshaltung für das, was jetzt die kommenden Stunden eventuell ansteht, sobald wir weiteres bullisches Momentum aufnehmen. Heute früh hat sich das noch ein bisschen dynamischer dargestellt. Jetzt pendeln wir um den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das ist erstmal neutrales Umfeld, in dem wir uns aktuell bewegen. Aber sobald wir neue Tageshochs markieren würden, also das heißt über 15,79 brechen, glaube ich, ist das nur noch ein Katzensprung dann an der Stelle relativ zügig erreicht. Die Region um die Allzeithochs und darüber hinausgehend dann eventuell weitere Aufschläge, die zu erwarten sind, dann in 100er Schritten. Allzeithochgefilde, ich würde dann im Hinblick auf den DAX hier immer in 100er Schritten arbeiten und würde dann einfach sagen, 16,1, 16,2 und so weiter sind die nächsten Kursziele. Als Orientierung kann man hier übrigens daran arbeiten. Das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Es gibt hier so ein Verfallstag-Diagramm, mit dem wir ab und an mal arbeiten, das von externen Webseite zur Verfügung gestellt wird, das die Daten der Eurex aufbereitet. Ich stelle mal ganz kurz hier den Link ein. Für alle die sich die Aufzeichnung anschauen, die Links gleich, also nicht nur jetzt hier Verfallstag-Diagramm, sondern auch Earnings und so weiter, Discord-Community, findet ihr unterhalb dieses Videos. Müsst einfach nur draufklicken. Also, hier haben wir einmal. So, das Verfallstag-Diagramm, ganz kurz zur Erklärung für diejenigen, welchen, die damit gar nichts anfangen können, also die das noch nie in der Form hier gesehen haben. Was das macht, also was diese Balken anzeigen, ist das sogenannte Open Interest geschriebener Calls bzw. Puts. Also in Blau sind die Calls bzw. in Rot sind die Puts. Und der ein oder andere hat sich ein bisschen sicherlich schon mal was lassen wir mal so, mit Optionen auseinandergesetzt. Dabei handelt es sich um Rechte. Und wenn ich jetzt eine Call-Option zum Beispiel kaufe, also Long Call, dann ist es so, dass ich eben ein Recht erwerbe, den zugrunde liegenden Basiswert, in dem Fall ist es also der DAX, zu einem vorher festgelegten Preis in der Zukunft eben zu erwerben. Das bedeutet also, der Basispreis, wenn er zum Beispiel bei 16.000 liegt und der DAX zum Verfall dieser Option bei, sagen wir mal, 16.200 steht, habe ich das Recht erworben, den DAX zu 16.000 kaufen zu dürfen. Und die Differenz, diese 200 Punkte, die werden dann in Anführungsstrichen im Falle jetzt eines DAX dann gecash-settled, beziehungsweise im Falle eines physischen Wertes zum Beispiel, wenn wir jetzt Weizen hätten oder dergleichen, dann hätte ich das Recht eben den Bushel, glaube ich, das sind die, ist die, ist die Maßeinheit dort für Weizen, zum Beispiel zu 15 Dollar zu kaufen, statt zu 17 Dollar, wo der aktuell eben beispielsweise notiert, und dann entsprechend mir das zu 15 Dollar liefern zu lassen im jeweils vereinbarten Umfang. Aber im Falle eines cash-gesettelten Geschäfts, im Falle eines Aktienindexes, ist es dann eben die Preisdifferenz, die mir dann für mein Konto gutgeschrieben wird zum Verfall der Option, beziehungsweise wenn ich diese Option dann ausüben würde. So. Das zur Einführung zu den Calls. Jetzt gibt es allerdings natürlich logischerweise, wenn ich den Call kaufe, dieses Recht erwerbe, jemanden, der mir dieses Recht verkauft. Und das ist derjenige welche, den man als sogenannten Stillhalter bezeichnet. Und, hoppala, noch falsch rum. Und derjenige welche, der bekommt dafür eine Prämie. Das ist die sogenannte Optionsprämie, die er vereinnahmt. Und sollte das Geschäft nicht profitabel ausgeübt werden können für denjenigen, welchen der das Recht erworben hat, also das heißt, der Markt, also das zugrunde liegende Basiswert, dann oberhalb dieses Strikes hier handeln. Das ist hier diese vertikale Linie, das ist der Basispreis, oder Englisch ist das der Strike, slash Strike. Dann würde der hier an dieser Stelle einfach sagen: Ich habe jetzt die Prämie vereinnahmt, das ist die Optionsprämie. Und da wir unterhalb handeln, unterhalb des Basispreises, ist es günstiger, das im Cash-Markt im Grunde genommen zu kaufen. Das wird also erst dann ein Thema für den Stillhalter an dieser Stelle, der dieses Auszahlungsprofil hat, sobald wir oberhalb des Basispreises laufen. Das ist dann übrigens auch der Grund, weswegen dieser Stillhalter dann beginnt, einen sogenannten Hedge auf den Weg zu bringen. Also sprich, hier in dem Moment, wo wir diesen Basispreis und diese Wette oder diese Versicherung, die er dort verkauft hat im übertragenen Sinne, dann beginnt ein Schadensfall zu verzeichnen, dass der dann beginnt, sich abzusichern. Eben dadurch, dass er den zugrunde liegenden Basiswert, in dem Fall den DAX beispielsweise, beginnt zu kaufen oberhalb des Basispreises, wodurch dann eine sogenannte Squeeze-Bewegung zustande kommt. Also das heißt, sobald wir dann diese Schwelle überschreiten und dieses Absichern einsetzt, kommen eben die Stillhalter, die in großem Umfang eben diesen Basiswert kaufen müssen, um diesen hier nach rechts unten abknickenden Ast abzusichern. Also, denn dann ist es ja so, dass wir hier solch ein Profil haben, in Anführungsstrichen. Das heißt also,
Das kommt dann dabei raus, in Anführungsstrichen. Das Abknickende wird ausgeglichen durch das Aufbegehren hier. Das ist das Auszahlungsprofil des Future DAXes dann zum Beispiel. Der hat dann an dieser Stelle im Grunde genommen sein Geschäft abgesichert. Also die eine Position verdient, die andere verliert in gleichem Umfang und somit ist der in Anführungsstrichen aus dem Schneider. Also so kann man sich das vereinfacht vorstellen, wo dann da dieser Druck herkommt. Nichtsdestotrotz, die wollen natürlich nicht hier sich absichern müssen, sondern die wollen natürlich, dass der Markt unterhalb dieses Basispreises eben verweilt und demnach ist dann da natürlicher Widerstand, der auf der Oberseite entsteht. Jetzt wird man sich vielleicht fragen, wie komme ich denn auf die 16.100er Marke? Wie gesagt, das ist erstmal eine rein erfahrungsbasierte Überlegung, die da dem zugrunde liegt. Also sprich, ich sage, das ist ein rundes Level und demnach ist das eben das nächste anzuwählende Ziel. Aus rein psychologischer Perspektive runde Level. Aber, und das können wir eben hier sehen, dieser blaue Balken, also und zwar nicht nur auf die 16.100, das sind hier auf der linken Seite die Strikes, sondern auch die 16.050er Marke. Also das sind 20 Punkte oberhalb des aktuellen Allzeithochs. Das ist ein Bereich, der ein erhöhtes sogenanntes Open Interest geschriebener Call sieht. Also hier ist ein ganz natürlicher Widerstand, weil diejenigen welchen, die diesen blauen Balken in Anführungsstrichen halten, sind diejenigen welchen, die hier die Optionsprämie vereinnahmen und die dann eben unterhalb dieses Levels diese vereinnahmen und dadurch im Grunde genommen bezahlt werden, solange wir unterhalb dieses Levels schließen, beziehungsweise diese Optionen verfallen. Ich gucke mal ganz kurz, damit ich den genauen Tag habe. Am dritten Freitag jeden Monats, das ist in diesem Fall jetzt der 19. Also das heißt, jetzt am Freitag in 2 Wochen verfallen diese Optionen. Das beginnt jetzt noch kein Thema zu sein, beginnt aber jetzt mit zunehmender Nähe zu diesem Verfall am 19. immer aktiver eben tatsächlich gespielt zu werden. Und demnach ist aus dieser Perspektive damit zu rechnen, dass wir bei einem solchen Drive, wie ich ihn gerade hier skizziert habe, für den DAX auf der Oberseite, dort in diesem Bereich ein natürlicher Widerstand eben tatsächlich entsteht. Das ist die Idee, die dahinter steckt und wie ich dann auf diese da auf der Oberseite projizierten Kursziele komme, die sich natürlich nur sehr, sehr schwer identifizieren lassen vor dem Hintergrund, dass wir in Allzeithochgefilde laufen und keinerlei Orientierung aus dieser Perspektive haben, dann bedienen wir uns an dieser Stelle eben dieser natürlichen Herangehensweise. Bis hierhin, wie gesagt, noch das Bild unspektakulär. Wir pendeln um immer 50 auf 5-Minuten-Basis. Keinerlei bullischer Impuls, kein bärischer Impuls in irgendeiner Form. Sollten wir unter die 15,9 zurückrutschen, dann wäre das sicherlich erstmal intraday kein so schöner Ausblick. Allerdings würde er die Wahrscheinlichkeit einer Attacke auf die Allzeithochs dadurch nicht unterminieren. Das sehe ich erst, sobald wir zurück unter die 15,8 rutschen würden. Das wäre meine Inflection auf der Unterseite, der Ausbruchbereich, den wir haben letzte Woche, Moment, ja, letzte Woche Freitag schon bereits rausnehmen können und den wir dann hier haben zum Wochenstart jetzt verteidigen können am Montag. Das ist der Schlüsselbereich, den ich als Orientierung nutze. Sobald wir drunter rutschen würden und unterhalb schließen und unterhalb konsolidieren, wäre das Bild, würde sich das wieder deutlicher eintrüben. Bis dahin bleiben die Ausblick, der Ausblick bullisch und ja, wir warten im Grunde genommen ab. Wir schauen mal, wie sich dann heute Nachmittag die US-Märkte präsentieren. Konsolidiert weiter auf hohem Niveau. Wir können interessanterweise, das ist schon eigentlich ein mega starkes Signal, wir können weiter diese sehr steile Aufwärtsstruktur hier halten. Das ist diese türkisfarbene Linie. Ich hatte ja gesagt, sobald wir die brechen und in dem Fall dann im übertragenen Sinne unter die 4.600, vielleicht 4.590 rutschen, wäre eine etwas tiefere Korrektur, tiefer in Anführungsstrichen gesetzt, denkbar. Tiefer wäre in dem Fall Bereich 4.45, 4.550 ungefähr im S&P. Das wäre dann nochmal ein Test dieser Trendlinie hier an dieser Stelle. Durch die sehr günstige Saisonalität, also das heißt, wir befinden uns in den historisch stärksten Börsenmonaten jetzt eigentlich des Jahres, November, Dezember. In diesem Zusammenhang vielleicht auch entsprechendes Window Dressing, entsprechendes FOMO, entsprechendes Chasing, was einsetzt. FOMO ist Fear of Missing Out, der Angst, etwas zu verpassen. Man stelle sich mal folgende Überlegung jetzt vor. Man ist ja, es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob ich jetzt im S&P positioniert bin, ja, wo ich hier Jahresbeginn, ich guck mal ganz kurz, machen wir den Eröffnungskurs, Bereich 3.600 Punkte roundabout. Ja. Wir handeln etwa 1.000 Punkte höher als zu Jahresbeginn. Ja, wenn wir hier anfangen, ein Investment auf den Weg bringen, Jahresperformance aktuell beläuft sich auf mehr als 30% im S&P. Also bei rund 1.000 Punkten, ne? Das ist ungefähr ja 3,7 Pi mal Daumen, 900 Punkte. Nicht ganz, ich rechne mal ganz kurz aus, damit ich eine konkrete Zahl habe. Also 900 durch 3,7. Das ist über 24%. 24% Performance und man darf durchaus davon ausgehen, dass der eine oder andere Investor bzw. Portfolio Manager eventuell underweight ist in Equities. Auch der DAX, auch wenn der jetzt sich weiter ziert, eigentlich neue Allzeithochs zu markieren, aber na, das ist ein bisschen blöd. Ein Augenblick. Ist eingefroren. Ja. Möchte mich kurz abmelden, möchte mich wieder anmelden. Auch der DAX handelt für das Jahr
deutlich im grünen Bereich. So, also ja, angefangen haben wir Februar roundabout bei 13,5, ja, so ungefähr, ne? Das war so der Jahresbeginn, 13,5 ungefähr. Jetzt handeln wir aus diesen Gefilden, handeln wir 2500 Punkte höher, sind das? Ja, ne? Zweieinhalb. 13,5 sind 18,5%. Also zwischen 20 bis 25% Equities, Index, passives Index Investing in Anführungsstrichen im ETF oder dergleichen, sei es im DAX oder sei es auch im S&P, liegen wir einfach vorne. Und jetzt kommt natürlich so ein Moment, dass du dann als Portfolio Manager, besonders eventuell mit der Aussicht, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also das ist ein ziemlich gewagter Zock, möchte man schon fast sagen, denn Inflationssorgen, die sich weiter aufbauen, anziehende Zinsen infolgedessen deutliche Auswirkungen auf die Gewinnmargen der Unternehmen, eventuell auch. Ich will jetzt nicht übel werden, also aber teilweise fragwürdige Managemententscheidung vielleicht, etwas sehr optimistisch anmutende Managemententscheidung, wo man vielleicht argumentiert, wir werden es gleich bei Zillow sehen, worauf ich hinaus will, dass man vielleicht in die Richtung argumentiert, dass man sagt, naja, es ist so viel billiges Geld vorhanden, selbst wenn wir jetzt hier eine Entscheidung treffen, die eventuell in einem in Anführungsstrichen normalen Marktumfeld minus EV wäre, also einen negativen Erwartungswert hätte, haben wir durch das Mehr an Liquidität, was seitens der Notenbank, in dem Fall der Fed, aber auch seitens der EZB zur Verfügung gestellt wird, eine Möglichkeit, das im Grunde genommen zu konterkarieren, zu kompensieren. Wenn sich das jetzt aber bemerkbar macht, besonders durch eben auch einen restriktiveren geldpolitischen Kurs, wir haben heute Abend dann zum Beispiel die FED-Sitzung. In dem Zusammenhang dürfen wir sehr gespannt sein, inwiefern man sich dort in Richtung Taper eben orientiert, wobei man sagen muss, das dürfte größtenteils eigentlich eingepreist sein. Dazu auch vielleicht gleich auch nochmal zwei, drei Gedanken in dieser Konstellation, aber nochmal zurückkommen, wie gesagt, auf Indizes. Also, auch wenn wir alles in allem ein sich eintrübendes Bild irgendwie haben, und wir hatten das zu Beginn der Woche schon thematisiert, vielleicht auch jetzt beginnende ein Inflationsdruck, der sich aufbaut, begünstigt zum Beispiel, zurückkommen auf Deutschland an der Stelle, dass wir zum Beispiel so ein Top-out sehen in Bezug auf die Savings, also die Rücklagen auf Konten, Sparguthaben, Girokonten und dergleichen, die ja jetzt 2 Monate in Folge rückläufig waren und darauf hindeuten, dass die Leute sagen, warum soll ich mein Geld eigentlich auf dem Konto liegen lassen? Eventuell auch, weil ich dafür bestraft werde, Stichwort Strafzinsen und dergleichen. Und ergänzend dazu baut sich der Zins, sage ich, die Inflationsdruck kontinuierlich weiter auf. Dann nehme ich das Geld lieber und investiere es in irgendeiner Form. Oder ich muss es sogar benutzen, um eventuell steigende Lebenshaltungskosten eben zu decken, zum Beispiel. Ja, also das heißt, also ich muss in Zukunft einfach mehr für meine Tomaten, die ich im Supermarkt kaufe oder dergleichen, auf den Tisch legen. Das ist natürlich jetzt nur sehr weit gedacht, ehrlich gesprochen. Das wird auch noch nicht derzeit ein Thema sein. Aber es ist durchaus etwas, was natürlich jetzt Investmententscheidungen seitens eben auch beispielsweise Portfolio-Managern vielleicht betrifft. Also das bedeutet, es könnte durchaus ein Window Dressing geben, aber vielleicht findet man gar nicht so eine starke Nachfrage nach sehr starken Growth-Titeln oder nur eine sehr, sehr selektive Nachfrage nach Growth-Titeln. Also Wachstumstitel wie beispielsweise Tesla, die dann weiterhin sehr, sehr starken Wachstumsausblick eben tatsächlich haben, sieht dabei vielleicht eher so eine Shift, die stattfindet in den Value-Bereich hinein. Also dass man eben Dividenden, starke Dividendentitel beispielsweise mit einem deutlich geringeren Beta eben, also das heißt einer entsprechenden Volatilitätskomponente eben ins Portfolio aufnimmt. Und das ist eben durchaus etwas, was hier Berücksichtigung finden sollte. Nichtsdestotrotz, was jetzt nicht heißt, dass wir vor einer scharfen Korrekturbewegung stehen, zumindest noch nicht zeitnah. Also das könnte durchaus noch in den Jahresschluss hinein weiter bullisch sich präsentieren. Wie gesagt, ich hatte auch gestern ein Bild skizziert, wo wir ja durchaus einen Squeeze auf der Oberseite erwarten können. Vielleicht den S&P sogar in Richtung 5000 Punkte durchstarten sehen. Aber Januar, Februar, das wird potenziell ein holpriges Umfeld, sofern sich in irgendeiner Form weiterer Inflationsdruck eben eventuell aufbaut. Vielleicht auch neben eventuellen gesellschaftlichen Verwerfungen, die sich beginnen auf den Weg zu bringen. Also wir sehen, es läuft ziemlich genau in die Richtung und das geht jetzt innerhalb von Tagen im Grunde genommen. Wie man eben im Grunde genommen hierzulande beispielsweise weiter einen Keil in die Gesellschaft treibt. Stichwort Inzidenzen, die immer weiter steigen. In diesem Zusammenhang Intensivkapazitäten, die angeblich immer weiter ausgelassen sind. Ich sage ganz bewusst angeblich, also nicht, dass ich es in irgendeiner Form in Frage stelle. Ich habe da keinerlei Überblick, aber genau das bräuchte ich auch, einen Überblick. Ich möchte es mit meinen eigenen Augen sehen, denn sonst glaube ich keinen Zahlen mehr, die mir in irgendeiner Form von der Regierung oder sonst irgendjemandem im RKI oder sonst dergleichen vorgelegt werden. Denn dass die diesbezüglich lügen wie gedruckt, das hat uns
der letzte Winter gezeigt. Das wissen wir mittlerweile. Deswegen ist es umso überraschender, dass man jetzt genau dieselbe Karte nochmal spielt und wirklich glaubt, dass das nochmal durchgeht. Also, dass die Leute dann auch stillhalten. Auch ganz besonders jetzt jene, beispielsweise dann Geimpfte. Ja, man unterhält das ja ganz bewusst und ganz gerne in diesem Zusammenhang jetzt mittlerweile und dann treibt diesen Keil ja weiter, dass man eben den im Grunde genommen die Impfung als den Weg aus der Pandemie beschreibt, nur um jetzt halt festzustellen, irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren, weil im Vergleich zu von vor einem Jahr haben wir jetzt eine Impfquote, die deutlich höher liegt, also wir sind schon im Bereich Herdenimmunität angekommen, nur dass die Inzidenz mittlerweile um ein Vielfaches höher liegt, jetzt schon, als sie es letztes Jahr zur gleichen Zeit hat, wo es noch keinerlei Impfung gab. Das gleiche gilt auch im Hinblick beispielsweise, wenn man sich Zahlen anschaut in anderen Ländern, nehmen wir beispielsweise Schweden oder auch Dänemark, wo zum Beispiel die ganzen Restriktionen geliftet worden sind. Also irgendwas scheint die irgendwie anders zu machen und die scheinen die Zahlen anders zu berechnen eventuell oder man weiß es irgendwie nicht. Also auf jeden Fall kommen da jetzt mittlerweile immer mehr Fragezeichen, auch bei denjenigen welchen, die jetzt plötzlich sich dann vor dieser Booster-Impfung oder dieser Auffrischungsimpfung oder dergleichen finden und dann im Grunde genommen sich fragen, ja eigentlich, warum soll ich das überhaupt machen? Also weil, ich meine, ja, medizinisch vielleicht gibt es den Grund, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich habe keinerlei Unterschied gemerkt jetzt im Laufe der letzten Monate. Man hat mir erzählt, ich kriege mein Leben zurück, ich habe mein Leben nicht zurückbekommen. Ich bin weiter mit einer Maske einkaufen gewesen, mir wurde gesagt, ich kann danach frei in den Urlaub fliegen, hätte ich auch ungeimpft gekonnt. Tatsächlich sind mir Geschichten zu Ohren gekommen, wo Leute, die geimpft ins Flugzeug steigen wollten, zurückgehalten worden sind, gesagt, tut uns leid, aber wir können sie nicht reinlassen, sie müssen einen negativen Test vorweisen. Ja, und dann heißt es, ja, wo kriege ich den jetzt her? Naja, Terminal 2. Und da muss man im Grunde erstmal eine halbe Stunde, wenn man schon mal in Frankfurt am Terminal war, muss man erstmal eine halbe Stunde zum Terminal laufen, dann ist die Maschine aber schon weggeflogen und du bist im Grunde genommen geimpft und stehst da und denkst dir, das hat es jetzt irgendwie nicht so gebracht. Das hätte ich, ja klar, hätte man das vorher wissen können. Also ich sag mal so, das passiert eventuell nicht, wenn du vorher erstmal den Ablauf worauf ich hinaus will. Also bevor ich jetzt zu klein werde an der Stelle. Es baut sich eventuell auch ein gesellschaftlicher Druck auf, der sich dann früher oder später vielleicht beginnt zu entladen in irgendeiner Form. Also das ist weiter ein Damoklesschwert, in Anführungsstrichen, was so ein bisschen über den Köpfen eben schwebt. Und dieser gesellschaftliche Druck, der sich dort dann entlädt, neben den anderen auch Inflationstendenzen und dergleichen, wäre durchaus vielleicht auch in der Lage hier auf die Märkte dann früher oder später sich mal auszuwirken. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Bis es aber soweit ist, muss der Druck erst noch ein bisschen aufgebaut werden, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise würde ich sagen, liegt der Vorteil erstmal weiter auf der Long-Seite. Und ich würde in dieser Konstellation eben die Long-Seite klar favorisieren. Wie gesagt, im DAX konkrete Level, auch besonders kurzfristig, alles was oberhalb von 15,8 stattfindet, hat Potenzial für neue Allzeithochs, dann 16,1 oberhalb der Allzeithochs als erstes Ziel. Und dann schauen wir einfach, ob dieser Bereich vielleicht sogar gebrochen werden kann. Dann könnt ihr genau das hier einsetzen, Absicherungsgeschäfte, die dann eben den DAX weiter treiben. 16,2, 16,3 und eben neue Allzeithochs in den Jahresschluss eventuell dann auf den Weg bringen. So, das also im Hinblick auf Equities. Jetzt werfen wir mal kurz einen Blick auf die Einzeltitel. Ich räume aber mal ganz kurz hier ein bisschen auf. Ich stelle gerade fest, das ist ein bisschen viel. Ehrlich gesagt, eBay brauchen wir nicht. Ford wollen wir uns auch nicht angucken. Ich guck mal ganz kurz, was haben wir hier noch? Robinhood können wir auch rausnehmen. Robinhood können wir auch rausnehmen. So, Moment, was haben wir hier noch? Pfizer bleibt auf jeden Fall drin. Snowflake können wir rausnehmen. Snowflake nehmen wir raus. Jetzt nehmen wir mal Zillow rein. Zillow ist Z. Gestern Earnings. Und dann wollen wir noch Lyft haben, die im gleichen Segment tätig sind wie Uber beispielsweise. Und ich mache mal Zillow auf. Wir sehen schon, sehr starker Abgabedruck, der sich abzeichnet. Also das wurde schon antizipiert, dass das schwache Earnings sind. Ich will aber parallel dazu noch Folgendes machen. ARK Innovation Portfolio. So, das wollen wir uns auch nochmal ganz kurz hier angucken. Der ARK, also das ist der ETF von Katie Wood. Den machen wir gleich auch nochmal groß. Und die hat hier, glaube ich, auch, also hier ist die Performance. Wir erinnern uns noch dran, das war besonders im April diesen Jahres, ne? Nee, Verzeihung. Also, Entschuldigung. Year to date. Wir haben deutlich massivere Abschläge noch im März gesehen, beziehungsweise Mai, März. Wir sind dann nochmal im Mai sogar stärker unter Druck geraten, konsolidieren jetzt. Aber sind allerdings fürs Jahr, das muss man dazu sagen, sind fürs Jahr immer noch leicht negativ, trotz der Outperformance von beispielsweise Tesla. Das zeigt, dass der Growth-Bereich, mit Ausnahme von Tesla, die ja wieder jenseits von gut und böse dieses Jahr performen, dass der Growth-Bereich aber insgesamt underperformt. Jedenfalls ausgehend davon, was
Frau Wood hier in ihrem Portfolio hält. Das sind die Top 10. Ich muss mal ganz kurz gucken. Full Holdings PDF. Gucken wir mal ganz kurz rein. Da ist Zillow. Zillow ist auf Platz 14. Also auch ein Growth-Titel, der da entsprechend gelistet ist an dieser Stelle. Man kann hier sehen, Weight 2,85%. Nochmal, Tesla reißt es im übertragenen Sinne raus für Katie Wood an der Stelle. Teladoc, Coinbase, das sind jetzt, ich habe keine Year-to-Date-Performances, aber Tatsache ist auf jeden Fall, das sind alles massive Growth-Titel, also die auf Wachstum eben ihre Performance fußen. Und was jetzt in dieser Konstellation natürlich extrem interessant ist, ich gucke mal ganz kurz übrigens, da gibt es auch noch einige im Biotech-Bereich. Ich schau mal ganz kurz. Skills ist auch drin. Mal ganz kurz Folgendes. Ich möchte mal ganz kurz was sehen. Kann ich hier eine Suchfunktion? Ach, da unten ist die Suchfunktion. Okay. NTLA. Intellia. Ach, so oberhalb von Zillow. Ganz interessant. Das ist ein Unternehmen, welches im Bereich Gentherapie unterwegs ist. Intellia hier mit 2,87%. Also auch ein Holding hier, man kann sehen. 622 Millionen, das ist der Gegenwert, in dem man eben entsprechend die Position eben hier hält. Ganz wichtig im Hinblick jetzt auf Tesla, auch das weitere Performance-Potenzial, bevor wir zu Zillow kommen. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, ich muss aufpassen. Also, jetzt komme ich von Höchstchen auf Stöckchen. Also Tesla ist dahingehend interessant, weil wir haben nämlich jetzt hier eine riesen Exposure an dieser Stelle, die Katie Wood in Tesla hält. Und man muss natürlich immer aufpassen, dass das jetzt nicht so ein einseitiges Portfolio wird. Also ein Growth-Titel, der derart outperformt, wie Tesla es tut. Wo ich allerdings nicht möchte, dass das eine bestimmte prozentuale Anzahl oder beziehungsweise ein Gewicht innerhalb des Portfolios übersteigt. Das sorgt dann dafür, dass ich eben trotz dieses Momentums auf der Oberseite und dieser Outperformance diese Position trotzdem reduzieren muss. Und demnach kann es durchaus sein, wie man es jetzt zum Beispiel auch gesehen hat, dass gestern, das hält die relativ offen auch tatsächlich, dass dort 60 oder 70.000 Aktien, glaube ich, seitens Tesla, beziehungsweise seitens Katie Wood querstrich ARK in Tesla abgestoßen worden sind. Und das macht die wirklich, um diese Balance eben tatsächlich zu halten. Das heißt also, in diese Rallye hinein werden Positionen liquidiert und dann baut man in den Bounce hinein, also sofern sich eine Korrektur abzeichnet, sprechen wieder Positionen auf, um dann mit dem Momentum sich zu positionieren. Also das ist eine sehr smarte Herangehensweise eigentlich, ehrlich gesagt, an dieser Stelle und dann auch eine nachvollziehbare. Aber kommen wir ganz kurz zu Zillow. Und wie gesagt, ich bin kein Experte in dem Bereich, aber also Zillow gestern mit ganz schwachen Earnings, hier kann man sehen, Q3 Earnings, Revenue 1,74 Milliarden gegen 2,01 erwartet, deutlich unter der Erwartung. Earnings per Share negativ, minus 0,95 gegen 17 Cent erwartet, also Verlust pro Aktie ausgewiesen. Und wir haben dann eben dieses sogenannte Home Flipping Business. Ganz kurz vielleicht mal, ich mache mal den hier, obwohl den Holdings mache ich mal zu, den können wir gut sein lassen. Zillow Wiki. Machen wir kurz einen Wikipedia-Artikel auf, dann haben wir auch einen Überblick darüber, was die Firma macht. So, also Zillow hier, das ist die Firma. Ist übrigens öffentlich gegangen, in Anführungsstrichen, also an die Börse. Mal gucken, ob der IPO-Date hier steht. Aktienpreis, starke 2018. Na, gucken wir gleich mal. Also ist auf jeden Fall ein relativ junges Unternehmen im Hinblick auf, beziehungsweise öffentlich junges Unternehmen. Also ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Seattle. Zillow ist ein führender Online-Immobilienmarktplatz in den USA. Über die verschiedenen Webseiten von Zillow, darunter der Hauptwebseite Zillow.com, können User und Entwickler Immobilien kaufen, mieten und verkaufen. Ja, also das relativ simpel eigentlich. Also das ist jetzt mal sehr plump gesprochen, ist ein eBay in Anführungsstrichen für Immobilien. Smarte Lösung, muss man ganz klar sagen. Also das bedeutet, ich habe jetzt ein Haus und kann das dann entsprechend über Zillow anbieten und dann finde ich einen Käufer entsprechend, beziehungsweise also Käufer meiner Immobilie und so kommen wir dann im Grunde überein. Und Zillow steht dann natürlich als in Anführungsstrichen klassischer Makler in der Mitte und vermittelt dieses Geschäft. Das ist allerdings nicht das Einzige, was die machen in diesem Bereich. Die sind dann nämlich früher oder später dazu übergegangen und haben etwas gemacht und das ist auf den ersten Blick, also eine risky bet in Anführungsstrichen. Die haben sich als eine Art, ich nenne das jetzt mal Liquiditätsanbieter angeboten für Immobilien. Also anders formuliert, du konntest jetzt hergehen und konntest dort im übertragenen Sinne dein Haus verkaufen, egal in welchem Zustand das war. Zillow hat es dir abgekauft, wahrscheinlich mit einem entsprechenden Discount zum Markt, und hat dann gesagt, du kriegst von uns das Geld überwiesen.
dass diese Immobilie ist, ist innerhalb unseres Portfolios und dann restaurieren wir die und verkaufen das entsprechend eben zu einem höheren Preis am Markt eben. Je nachdem, ausgehend von dem jeweiligen Niveau, welcher gerade für solche Immobilien, abhängig von Daten und der Erhebung und so weiter, eben solchen das gehandelt wird derzeit am Markt. Und das ganze Geschäftsmodell in Anführungsstrichen, das wurde bezeichnet als sogenanntes, da kann man es hier sehen, Moment, ein bisschen höher fahren, nee, ein bisschen tiefer fahren, wo haben wir es? Da. Das ist dieses sogenannte Home Buying and Flipping Business. So hat man das bezeichnet. Das Problem dabei ist jetzt, das hat Zillow nämlich festgestellt, das ist unglaublich schwer zu kalkulieren, weil du hast natürlich, also die Marge, mit der du das dann entsprechend erstmal ankaufst, beziehungsweise weiterverkaufst, die muss natürlich so ziemlich alles covern, was an der Stelle eben gecovert werden muss. Also das heißt erstmal Restaurierung, beziehungsweise Instand bringen der Immobilie, Probleme, die es irgendwie gibt. Also es verkauft ja nicht jeder eine Immobilie, die in Top-Zustand ist, sondern muss eventuell das Haus muss gestrichen werden und dergleichen. Marketing, das heißt also, die muss an den Marktplatz gebracht werden. Die Menschen müssen auch sehen, dass diese Immobilien zur Verfügung steht. Und eigentlich aktuell ein, das zeige ich euch mal ganz kurz hier anhand einer anderen Statistik, eigentlich ein sehr, sehr einträgliches Geschäft oder sollte es jedenfalls sein, davon sollte man ausgehen, wenn man sich nämlich mal die Immobilienpreisentwicklung oder die Immobilienmarktentwicklung in den USA anschaut. Das kann man hier zum Beispiel machen. Über Trading Economics und dann den US-Handel. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo haben wir es denn? Housing. Und dann gucken wir uns mal den Case-Shiller Home Price Index beispielsweise an. Über die letzten 10 Jahre. Also beziehungsweise ganz besonders hier post dessen, was in den USA eigentlich post-Corona stattgefunden hat. Also wir sehen, das war relativ lange Zeit, war das stabil und hat dann regelrechten Hype gesehen. Also der Housing-Markt und der Handel und beziehungsweise der An- und Verkauf eben entsprechend von Immobilien hatten erneuten regelrechten Boom gesehen. Und toppt jetzt so ein wenig aus, aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall, dass man sagen kann, eigentlich, wenn ich besonders mir jetzt mal die Entwicklung über die letzten 12 Monate hier anschaue, ist das eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass man in solch einem Geschäftsbereich kein Geld verdienen kann. Also nicht, dass das langfristig fragwürdig ist, ausgehend von den schwankenden Immobilienpreisen und einem demnach auch entsprechend einer Volatilitätskomponente, die du dann innerhalb deiner Bilanz eben tatsächlich vorfindest. Aber dass du trotz dieser Entwicklung nicht in der Lage bist, das profitabel zu stemmen, das wirft jetzt schon so ein bisschen Zweifel auf, ob diese Wachstumsrate, die Forward Growth Rate, die man dort antizipiert hat für Zillow, ich glaube, die lag bei über 40%. Also das ist wirklich ebenfalls ein sehr stark wachsendes Unternehmen gewesen, besonders innerhalb der letzten 12, 18 Monate, also Corona begünstigt, dass diese Entwicklung, die wir dort zu sehen bekommen, eben nicht, also dieses Homeflipping, eben tatsächlich nicht sich profitabel hat arbeiten lassen, beziehungsweise eben hier tatsächlich sogar einen Verlust generiert hat, beziehungsweise man jetzt diesen Bereich mit Verlust abstößt. Also das heißt, den verkauft man. Und genau das sorgt jetzt dafür, dass eben. Das wurde eventuell schon bereits antizipiert hier frühzeitig. Also wir haben gestern eigentlich schon in Antizipation der Earnings, die gestern nachbörslich veröffentlicht worden sind, haben wir starke Abschläge gesehen. Die Aktie, die wurde hier von 90 Dollar, 94 Dollar ausgehend verkauft, toppte dann im Boden mit Abschlägen von fast 10% für den Tag eben um 84 aus und gapt jetzt, dann gehen wir mal ganz kurz auf Zillow, hier in der Vorbörse, gapt deutlich nach unten. Also nochmal, wir eröffnen unterhalb der nachbörslichen Tiefs, die hier bei 76, 77 Dollar markiert worden sind, notieren jetzt derzeit bei 72 Dollar. Und das zeigt, dass hier jetzt eventuell dieses massive Wachstum, was Zillow gesehen hat, post-Corona, so, dieser massive Run, den wir gesehen haben, der hier von den Tiefs ausging von 19 Dollar in der Spitze uns hat verzehnfachen lassen, also bis Februar, massives Wachstum gesehen hat und Wachstumsaussichten. Und jetzt machen wir nochmal was ganz kurz darüber hinausgehend. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Marktkapitalisierung an, damit wir mal eine Idee bekommen, wie sich die entwickelt hat infolge dieses Runs. Also Corona-Tief, was wir hier gesehen haben, lag die Marktkapitalisierung bei 5,7 Milliarden. In der Spitze wurde das Unternehmen fast mit einer Marktkapitalisierung von 50 Milliarden gehandelt. Und sieht eben jetzt eine deutliche, ich nenne es mal Mean Reversion, also eine Rückkehr zu einem Normal, beziehungsweise auch weiter potenzielles Abwärtspotenzial, welches da freigesetzt wird, was eventuell sich dann heute
im Folge des Handelstages. Wir warten mal ab. Aber durchaus realistisch mit weiterem Abschlagspotenzial, bis in Gefilde $70, eventuell sogar tiefer offenbart. Da ist der nächste potenzielle Halt im Bereich um die 67er Gefilde. Das ist mein ehemaliger Widerstandsbereich hier vor einiger Zeit. Ich zoome den Chart mal ein bisschen zusammen. Schon sehr lange zurück. Wartet mal. Nehmen wir doch mal den Daily Chart. So, das ist die Region hier. Das sind die Prä-Corona-Hochs, beziehungsweise hier die Hochs aus 2018. Übrigens, das Unternehmen ist live gegangen, natürlich in 2015 IPO'd, also an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist dann potenziell ein ehemaliger Bereich für Hochs in dieser Region, der sich vielleicht anbietet als erstes Kursziel. Nichtsdestotrotz, trotz dieses skeptischen Ausblicks, also kurzfristig Short, scheint eine gute Option zu sein, auch im Hinblick auf diesen jetzt Devastating Earnings Release, und es ist durchaus auch realistisch, dass wir eben unter der 70er-Marke dieses psychologischen Levels deutlich nochmal Momentum aufnehmen und diese Region hier, wie gesagt, um 67, vielleicht $65 anlaufen. Nicht zwangsläufig heute, aber eventuell in den kommenden Tagen. Jetzt muss man allerdings auch mal Folgendes berücksichtigen. Wir haben einen sehr schwachen Earnings Release. Ist irgendwie antizipiert worden, vielleicht gefühlt, wenn man sich das eben hier anschaut, seit Beginn des Jahres. Die Aktie, die hat jetzt mittlerweile fast 60, 70% Einbußen gesehen. Also, ne, wenn wir von 210 in der Spitze jetzt bei rund $70 gehandelt werden, dann sehen wir im Grunde genommen 140 Dollar Einbuße, das entspricht 66% Abschlägen. Das ist aber weiter noch ein Wachstumstitel, der dennoch ein solcher bleibt. Also, das heißt, wenn wir solch ein Flashout jetzt sehen auf solche schwache Earnings, bei aller Skepsis, die sicherlich gerechtfertigt ist, auch im Hinblick auf das, was eventuell an Wachstum eingepreist worden ist in der einen oder anderen Branche, besonders jetzt auch vielleicht im Immobilienbereich post-Corona, in Antizipation auf eine Rückkehr zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Normal und dergleichen. Muss ich aber dennoch gestehen, scheint mir dieser Bereich wiederum, sobald wir uns gegen die 65-67er Region stabilisieren können, durchaus prädestiniert für einen recht scharfen Bounce, also jedenfalls für uns als kurzfristig orientierte Trader. Wenn wir in diesem Bereich vorstoßen und uns hier halten können, also sofern solch ein Flashout überhaupt stattfindet unter die 70, der mir aber derzeit durchaus realistisch erscheint, ist es so, dass ich gegen diesen Bereich mir durchaus ein Bounce-Play vorstellen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davon ausgehen würde, dass wir dieses Gap schließen, dass wir zurück in Richtung der 80 laufen. Aber es wäre zumindest mal so, dass wir in die Mid, vielleicht Higher 70s sogar, also 75, 77 vielleicht bouncen könnten, was natürlich selbst ungehebelt hier einer Gegenbewegung entsprechen würde von größer 10%. Also das ist durchaus etwas, was man so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte und weswegen die Aktie durchaus derzeit auch von Interesse sein dürfte. Also ein interessanter Devastating Earnings Release, ja. Wie gesagt, die Erklärung dahinter, dieses Home Flipping Business, was man eben abgestoßen hat. Jetzt sind wir allerdings mittlerweile in einem derart stark überverkauften Bereich kurzfristig jedenfalls gelaufen. Fundamental eventuell gerechtfertigt und eventuell geht die Aktie auch eher früher als später wieder auf die Corona-Niveaus zurück, eventuell sogar noch definitiv tiefer. Aber zumindest mal scheint durch diese Überdehnung auf der Unterseite kurzfristig ein Bounce in die Mid-70er beziehungsweise vielleicht sogar in die 80er-Region dann in den kommenden Tagen denkbar, sofern wir solch ein Flashout jetzt auf diese schwachen Earnings zu sehen bekommen. So, dazu hier einmal, das ist die Discord-Community. Stelle ich einmal ganz kurz den Link ein, damit du Bescheid wirst. Leute einladen, einmal bearbeiten. Läuft ab. Machen wir mal so. So. Also, das ist einmal der Gameplan in der Discord-Community. Discord. So. Und da könnt ihr diese Gedanken, also auch zu Zillow, auch gerne austauschen. Darüber hinausgehen, könnt ihr euch natürlich entsprechend hier austauschen. Also sehr gerne. Da findet ihr dann auch zum Beispiel noch Lyft, beziehungsweise hier Pfizer. Wir wollen jetzt mal ganz kurz auf Lyft blicken und wollen Pfizer sein lassen, in Anführungsstrichen. Weil wir haben dann auch noch den Blick natürlich auf Gold beispielsweise. Also Lyft hatte, das ist jetzt hier der Daily Chart, ebenfalls so eine leichte Top-Out-Tendenz, fallende Hochs, die sich ausgebildet haben. Aber wir haben eine Stabilisierung zu sehen bekommen gegen die 44er-Region, also 42 bis 44. Dieser Bereich hier, da stabilisieren wir uns und gappen jetzt. Man kann es ja hier sehen, sind da Vorbörse, werden schon bei 52 gehandelt. Und Grund dafür ist, ich fahre es mal ganz kurz hier rein, wir haben starke Zahlen gesehen. Also hier kann man die einmal sehen: Revenue 864 Millionen gegen 860 Millionen erwartet, also oberhalb der Erwartung. Gewinn pro Aktie ist ein Gewinn ausgewiesen worden, 5 Cent, gegen einen erwarteten Verlust von 3 Cent, also stark. Und das ist eine sogenannte Key Metric,
also eine Schlüsselmetrik, die herangezogen wird, um eben das Wachstumspotenzial oder den Geschäftsausblick auch zu unterstreichen, im Positiven, ist es so, dass wir hier den sogenannten Revenue per Active Rider haben. Also das ist ja ein Fahrdienstleistungsunternehmen, wie ein Taxiunternehmen, was man über eine App ansteuert, ähnlich wie Uber eben, und dann in diesem Zusammenhang eben im Grunde genommen von A nach B zu kommen, um von A nach B zu kommen. Und natürlich orientiert sich das hier, du zahlst natürlich deinen Fahrern entsprechend einen Lohn dafür, dass die diese Dienstleistung eben hier entsprechend zur Verfügung stellen bzw. an den Mann bringen. Und dann ist es natürlich so, dass du sehen möchtest, dass dieser Revenue, dieser Umsatz pro aktiven Fahrer eben auch entsprechend steigt. Und genau das ist eben entsprechend ausgegeben worden. Ich habe jetzt keine konkrete Zahl dazu, aber sie scheint ausreichend gut gewesen zu sein, um eben in der Nachbörse zu diesem Push jetzt hier zu führen. Und dann ist es so, dass wir jetzt eben die Frage, die wir natürlich in dieser Konstellation haben, und ich mache Lyft mal hier ganz kurz auf, da hat man natürlich, der Grund, warum wir uns hier in meinem Chart hauptsächlich da bewegen, hat damit zu tun, weil wir da die Vorbörse haben. Ja, das ist ganz kurz zur Erklärung. Hier haben wir den reinen Kassehandel, wo wir das Trading dann umsetzen. Wir sehen auch hier übrigens kontinuierlich Abgabedruck und das schon seit geraumer Zeit. Also die Aktie ist kontinuierlich seit Anfang Oktober eigentlich, ist die Brief gewesen. Wir haben wirklich stark Abgabedruck gesehen, die uns hier in der Größenordnung von 14 Dollar oder folglich etwas anders formuliert mehr als 20% innerhalb kürzester Zeit abverkauft haben im letzten Monat. Top-out gegen die 56er-Region. Und jetzt sehen wir eben diese starken Earnings, die da veröffentlicht worden sind. Und genau diese starken Earnings, die sind natürlich jetzt eventuell in der Lage, dann oder beziehungsweise die reichen auch potenziell aus, vielleicht sogar eben hier mindestens einen nochmaligen Versuch zu starten, hier die 56 anlaufen zu lassen, was dann auch das Aufwärtspotenzial für die kommenden Handelstage eventuell, also für die kommenden Handelstage, beziehungsweise heute ganz besonders eben aufzeigt. Da ist es dann eben entsprechend so, dass man sagen könnte, Bounce, unsere Range-Begrenzung, Retest der oberen Range-Begrenzung scheint auf diese Earnings durchaus realistisch. Und dann gilt es natürlich jetzt entsprechende Schlüssellevel für den heutigen Tag oder auch für die kommenden Handelstage, je nachdem, herauszuarbeiten. Also Ziel auf der Oberseite, 56er-Region. Und dann sagen wir, okay, wie stellen wir uns denn in der Vorbörse dar? Dann gehen wir mal hier auf den 5-Minuten-Chart. Und dann sehen wir, okay, wir können erkennen, gestern nachbörsliche Hochs lagen hier bei rund 52. Sollte es jetzt gelingen, oberhalb dieser zu eröffnen, ich habe das hier geschrieben, ich habe tatsächlich auch noch ein Flush-Szenario in Richtung der 50, aber derzeit in der Vorbörse deutet es sich auch an, dass wir eher die 52, also die gestrigen börslichen Hochs halten können, was übrigens ein extrem starkes Signal wäre. Also starker Opening Drive, 52 und halten oberhalb, da kann man sehen, stark bullish. Und ist nicht nur realistisch mit der 53 dann einhergehend, sondern ich würde sogar sagen 54, 55 scheint mir schon ein bisschen sehr optimistisch, aber also für heute jedenfalls, nicht in den kommenden Tagen. Aber wir könnten durchaus, glaube ich, ausgehend hiervon schon eine Kernposition aufbauen, die wir dann auf dem Weg nach oben beginnen auszuskalieren, beziehungsweise wo Rücksetzer vielleicht gegen WeWop, solange wir uns kontinuierlich oberhalb halten, Rücksetzer gegen WeWop eventuell genutzt werden, um wieder eine Position aufzubauen und übergeordnet einfach als Ziel die 56 anzusteuern. Sollten wir, jetzt mittlerweile muss ich schon sagen, echt überraschenderweise, sollten wir aber einen kleinen Flash zu sehen bekommen, muss ich gestehen, fände ich wahrscheinlich hier diesen Bereich um 50 aus psychologischer Perspektive, wäre ein Schlüsselbereich, da will ich einfach sehen. Sehen wir diesen Flash, sofern wir ihn überhaupt sehen, möchte ich sehen, dass wir diesen Bereich um 50 halten. Vielleicht ein kurzer Flash drunter, dann wieder zurückgekauft über dieses Niveau, wäre ein Stärkesignal. Dann wollten wir natürlich darauf aufbauen sehen, dass der WeWop zurückerobert wird und dergleichen. Das wäre dann noch darauf aufbauend, aber man könnte gegen die 50er-Region mit diesem Halten-Szenario vielleicht einen kleinen, ich nenne es mal eine Fehlerposition, eine kleine Position zwecks ich fühle mal das Wasser aufbauen, die man dann kontinuierlich aufstockt mit Rückeroberung WeWop und Halten oberhalb von WeWop. Erst wenn wir unter 50 droppen oder es unterhalb stabilisieren, wäre ich zum Beispiel für Lyft da nicht mehr so positiv und würde dann sagen, vielleicht doch ein bisschen sehr optimistisch mein Szenario mit dem Test, zeitnahen Test der 56. Unterhalb von 50 ist das erstmal vom Tisch. So, ja, das zu den Einzeltiteln. Also, wie gesagt, wir haben einmal Lyft, wir haben einmal Zillow heute als Einzeltitel. Wie gesagt, Pfizer, Triple BY könnte ganz interessant werden. Das ist Bed Bath Beyond. Der ein oder andere erinnert sich ja vielleicht daran. Da hatten wir katastrophal schlechte Earnings vor noch nicht allzu ferner Zeit. Hier kann man das sehen, wir erinnern uns dran. Das war dieses massive Gap Down, was wir hier zu sehen bekommen haben. Jetzt bauen wir so einen leichten Boden aus, zogen gestern schon in den Schluss an. Also man hat das schon hier gesehen, das zeichnete sich so ein bisschen ab, dieser Drive. Und dann kam gestern eine Meldung, lief über den Ticker. Auch das fängt hier
beispielsweise CNBC relativ gut ein. Da kam 74% Rallye, also das weniger eigentlich fundamental getrieben. Das, was da kommuniziert wurde, war einfach, dass man hier beispielsweise eine Partnerschaft mit Kroger eingeht. Das ist der größte Händler, Querstrich, Kette in den USA. Und hier in diesem Zusammenhang ist es so, dass man eben sagt, man geht eine Kooperation ein, wonach zum Beispiel die US-Kunden von Kroger entsprechend einen Zugang zu dann eben den Bed Bath Beyond-Produkten eben haben sollen, zum Beispiel. Da gibt es also diverse solide Management-Entscheidungen, die jetzt so ein bisschen Enthusiasmus forcieren, aber ob das wirklich dazu beiträgt, dass eine Aktie 74% in der Nachbörse läuft, also nur um es mal ganz kurz hier zu zeigen, ja, muss ich sagen, das scheint mir da schon ein bisschen sehr optimistisch. Da scheint es einen etwas anderen Grund zu geben. Hauptgrund ist, ich habe das bei Finviz hier mal vorbereitet. Man kann hier sehen, dass der Short Float in der Aktie fast 27% wieder mittlerweile beträgt. Also der wurde kontinuierlich aufgebaut. Wir erinnern uns dran, der lag eigentlich deutlich unterhalb von 20%, bevor diese schwachen Earnings rausgekommen sind. In den letzten Wochen ist der kontinuierlich wieder aufgebaut worden. Also das heißt, der institutionelle Handel, der fährt hier offensichtlich die Short-Position für Bed Bath Beyond durch diesen ansteigenden Inflationsdruck wieder hoch. Ja, und dann haben wir eben jetzt entsprechend, da kommt diese sogenannte Meme-Stock-Frenzy. Ja, da wird das wieder hier bei Reddit bzw. am Wall Street Bets und dergleichen gehypt. Die Aktie ist in den Top 3. Tesla, ausgehend vom jüngsten Lauf, natürlich das am häufigsten genannte Titel. Dann haben wir GME und auf Platz 3 hier BBBY, also das heißt Bed Bath Beyond. Potenzielle Short Squeeze, die da also provoziert wurde und wohl dann eben entsprechend dieser Run höher sich jetzt hier dargestellt hat. Schlüssellevel würde ich jetzt mal sagen, roundabout, wahrscheinlich der Two-Day-Rewap hier. Da schauen wir mal, das ist ja der Bereich 24, 24,50 eventuell. Wenn wir da drunter fallen, würden alle diejenigen Marktteilnehmer, die jetzt gerade in diesen nachbörslichen Hype hier gechased haben, natürlich beginnen, durchschnittlich unter Wasser zu liegen. Halten wir uns unterhalb, wäre das ein Short-Signal. Es könnte dazu führen, dass wir zurück in Richtung auch unter die 20 fallen. Also es kann durchaus ein sehr, sehr volatiler Titel sein heute. Man muss allerdings schauen, ob man überhaupt Zugang bekommt, entsprechend zu Aktien, die man shorten will, beziehungsweise sollte das im Hinterkopf behalten. Ich glaube nicht, dass wir hier Schwierigkeiten haben bei Markets. Ja, da traden wir in CFD, haben somit keine Schwierigkeiten mit dem Short, aber wir sollten auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, die Aktie hat dann auch das Potenzial, sogenannte Trading Halls zu sehen oder dergleichen oder höhere Margin Requirements, die zum Beispiel anfallen. Also das erfordert aktives Trade Management und deswegen lassen wir das jetzt hier so ein bisschen hinten runterfallen, aber durchaus auch eine Aktie, die da heute für den Tag eventuell heiß sein könnte. Also in der Vorbörse also läuft jetzt schon bereits einiges, ist gestern besonders an der Nachbörse gelaufen. Mal gucken, wie sich das in den kommenden Stunden noch darstellt. Wie gesagt, alles eine Stunde vorher, 14:30 kommt die Wall Street rein, also ab 13 Uhr sollten wir uns hier mal durchaus die Vorbörse eben tatsächlich anschauen. Können wir mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Einen Moment. Machen wir den Pre-Market-Screener ganz kurz hier von Market Watch auf. Kann man das schon sehen? Also Leaders in der Vorbörse, Lyft aktuell gehandelt, 77.000 Stücke. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, haben wir noch mehr? Moment, Most Active, hier vielleicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Plug. Hält sich noch in Grenzen. Also Zillow hier bereits mit fast 100.000 Stücken. 17% minus. Sieht nicht gut aus. Nee, hier taucht es nicht auf. Machen wir ganz kurz anderes. Dann gehen wir nochmal auf eine andere Webseite. Markets, Pre-Market. BBBY, da oben. Was haben wir denn? Fast 1 Million Stücke schon gehandelt. Also ist durchaus heiß für den heutigen Tag. Auch man kann es ja hier sehen, 53,7%, also das heißt auch entsprechend in der Vorbörse aktuell hochgehandelt. Also potenziell heißer Titel, aber nochmal eher was für den fortgeschrittenen Trader-Bereich eben, tatsächlich also den fortgeschrittenen Trader. So, ich sehe jetzt gerade schon in der Chatbox Frage zur Fed heute Abend. Deswegen blicken wir mal ganz schnell hier auf Gold. Ganz schnell deswegen, weil es nicht ansatzweise so spannend ist eigentlich. Also trading-technisch jedenfalls, wie das, was wir in Einzeltiteln zu sehen bekommen. Also Einschätzung zur Fed heute Abend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich erwarte von der Fed nichts.
nett formuliert. Also nicht, dass ich nichts mehr erwarte, aber ich glaube, man wird einfach jetzt voranschreiten mit entsprechenden Plänen, die man kommuniziert im Hinblick auf den Taper. Das heißt also die Reduktion der Anleiheaufkäufe. Das, was vielleicht noch so im Hauptmittelpunkt des Geschehens stehen wird, ist die Frage, wie aggressiv man hier vorgeht, welche vielleicht auch Backdoors man sich offen hält, also das heißt, welche Hintertüren man sich offen hält, gesetzt dem Fall, dass beispielsweise eine Reduktion der Anleiheaufkäufe jetzt dann doch überraschend, obwohl das größtenteils eingepreist ist, sich negativ auf den Aktienmarkt auswirkt. Wenn man solch eine Kommunikation wählt, dann gehe ich davon aus, dann haben wir in diesem Zusammenhang eine, ein potenziell sogar sehr stark bullischen Driver, also denn das würde berücksichtigen, dass man oder beziehungsweise implizieren, dass die Fed wirklich hier willens ist, diesen sogenannten Fed-Put auch offen zu kommunizieren, zu sagen, Leute, macht euch keine Sorgen, wir haben alles im Griff, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wir sind willens, bei jeglichen auftretenden, bei jeglich auftretender Volatilität entsprechend sofort aktiv zu werden und gegenzusteuern. Ja, also größtenteils ist das eingepreist. Das heißt, ich muss ehrlich gestehen, jetzt im Hinblick hier auf Gold, also das ist der Goldchart, einmal hier unten im Daily, muss ich ehrlich gestehen, da es größtenteils eingepreist ist, erwarte ich jetzt eigentlich relativ wenig Volatilität. Schlüsselbereich, vielleicht ausgehend von der jüngsten Vola, die wir gesehen haben, 1770, 1775 US-Dollar pro Feinunze, im Sequenzfallende Hochs, insgesamt aber ein choppiges Umfeld. Wenn wir 77 halten können, wäre nochmal die Attacke auf die 1800 einkalkulierbar. Müssten wir mal abwarten. Ja, sollte der Drop stattfinden, dann sehe ich durchaus nochmal einen Test der 1750er Region. Aber in Summe ist das eigentlich so, dass ich da nicht wirklich Spektakuläres heute Abend tatsächlich seitens der Fed erwarte. Auch wenn das natürlich ein vielfach antizipiertes Event ist, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Form groß Volatilität begünstigt. Silber. Wie gesagt, gestern mit diesem erstaunlichen Flushout auf der Unterseite und jetzt diesem Fortschreiben, dieser Sequenz fallender Hochs, welches eigentlich nicht besonders vorteilhaft ist. Dann allerdings wiederum hier, man kann es erkennen, ja, in diesem Bereich Tiefs ausbildet. Das ist so der Bereich 23, 23,50. Und ich bin jetzt so ein bisschen wieder geneigt, also interessierter zu werden, weil wir doch jetzt einen deutlichen Schub nochmal auf der Unterseite gesehen haben, aber eben auch ein klares Ausbilden eines potenziellen Bodens gegen diese Region mit einer Gegenbewegung. Und ich würde mal sagen, sobald wir uns oberhalb von 23,50 deutlicher halten können, beziehungsweise vielleicht würde ich sogar auf die Fed warten wollen heute Abend, dass ich eben hier dann das davon abhängig mache, gelingt es jetzt aus diesen Gefilden zügig zurück über die 24 zu laufen und dann auch entsprechend folglich diese Sequenz hier auf der Stunde oben rechts zu brechen. Also das heißt mit einem Bruch zurück und entsprechenden Halten oberhalb von 24, dann wäre das vielleicht für mich nochmal ein Signal, nochmal einen Long einzustreuen, ausgehend von den jeweiligen technischen Gegebenheiten und dann darauf zu spekulieren, dass es nochmal zu einem ernsthafteren Versuch kommt, die 25 zu attackieren, beziehungsweise hier die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Aber darauf warten wir mal ab, ob sich das Bild dann entsprechend so herauskristallisiert. Also charttechnisch oder tradingtechnisch, glaube ich, finde ich selber aktuell definitiv interessanter als Gold. Wie gesagt, heute Abend die Fed, da bin ich gespannt. Ich erwarte nicht viel. Wie gesagt, Zusammenfassung ist, ich erwarte nicht viel. Ich erwarte einfach, dass man einen klaren Weg kommuniziert. Sollte der in irgendeiner Form ich nenne es mal Fed-Put-Element beinhalten, dann würde das einerseits Aktienmärkte sicherlich nochmal potenziell treiben. Also das wäre die erste Erwartung, beziehungsweise wäre vielleicht in der Lage, an der Stelle einen dann auch bullischen Impuls für dann in dem Fall Edelmetalle nach der jüngsten bärischen Performance eben auf den Weg zu bringen. Damit ich allerdings in Silber jedenfalls wieder interessiert würde, möchte ich eine Rückeroberung der 24 zu sehen bekommen. So, ja, das wäre es tatsächlich so größtenteils meinerseits gewesen. Können wir mal ganz kurz vielleicht einen Blick hier auf Bitcoin werfen? Jüngste, schöne, interessante Price Action. Muss man ganz kurz hier gucken. Kommt so ein bisschen zum Erliegen. Also sehr, sehr choppiges Treiben. Aber Vorteil ist mit Sicherheit, dass wir hier diesen Bereich halten können. Potenzielle Ausbruchregion, beziehungsweise nach diesem kleinen Flash Crash Intermezzo, was wir hier gesehen haben unter die 60.000, das hat der ein oder andere vielleicht letzte Woche Donnerstag noch mitgekriegt. Wir haben es gar nicht zum Thema gemacht, groß. Aber also wir haben jetzt deutlich nach diesem kurzen Flushout eben entsprechend wieder bullisches Momentum aufnehmen können. Diese Aufwärtssequenz hier, das erkennt man auf der 5-Minuten-Ebene nicht so schön, aber hier kann man es doch deutlich erkennen um die Stunde. Also wir haben kontinuierlich jetzt höhere Tiefs ausgebildet, konsolidieren in einem interessanten Bereich.
schaut mir durchaus interessant aus hier an der Stelle, auch für die Long-Seite. Also besonders der Break, wenn wir jetzt über die 63.500 brechen würden, hier diesen Bereich, dann scheint mir das durchaus interessant. Enger Stop unterhalb der aktuellen Tagestiefs, 62.500, 62.600 hier dieser Bereich. Und Ziel dieser ganzen Angelegenheit wäre, Zeiten einer Attacke mindestens auf die 64.2, eher nochmal ein Bruch höher, der uns dann sogar Richtung Allzeithochs führt. Also durchaus ein interessantes Szenario. Ja, das wär's für Bitcoin gewesen. Ich sehe gerade, oh, jetzt habe ich, ich hoffe, du nimmst mir Jubel. Ich habe es nicht, ich lese es jetzt erst gerade an Martin. Martin G. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also jetzt auch mal in Bezug jetzt auf Impfung und dergleichen und was jetzt eben stattfindet. Ich glaube auch, das ist, also ich habe das schon, ich habe das auch schon zu einem sehr guten Freund von mir gesagt. Ich bin mal gespannt. Also bis jetzt hat es ja funktioniert. Man konnte das irgendwie in Aussicht stellen. Alles, was da so mit verbunden wurde, ja, wieder Freiheit zurückerlangen und dergleichen. Dann stellen wir plötzlich fest, ja, dass das eventuell alles eine große Mache war. Wie gesagt, das hat sich ja nichts verändert. Und sogar Menschen, die potenziell vulnerabel sind, also das heißt auch ältere Menschen an der Stelle eben, mit 70er, N-70er, 80-Jährige, die man dann so hört, ne? Also auch die haben ja durchaus eine Stimme und haben diesbezüglich auch, wenn sie dann besonders als Kunden eben zum Beispiel mit von mir Bekannten in Kontakt drin und dergleichen, die dann auch sagen, also ich mache da jetzt nicht mehr mit, also hier von wegen Auffrischen und Boostern und dergleichen, ja, was für Versager in der Regierung sitzen, aber glücklicherweise haben wir jetzt eine neue, das ist bestimmt das ganz Neues und ganz toll und ganz, ganz anders. Jetzt haben sie ja festgestellt, dass es das vielleicht gar nicht so gute Idee war, die Impfzentren zu schließen. Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt dauert, dass man wieder kostenlose Tests zur Verfügung stellt, weil man feststellt, dass diese Tests auch eventuell einer der ganz effizientesten, der möglichst effizientesten Wege zurück aus dieser Pandemie sind, eventuell, ne? Weil diese Transmission ja, von dem Virus auch bei Geimpften ist an der Stelle ja durchaus jetzt mittlerweile nachgewiesen. Das wusste man eigentlich auch schon zum Zeitpunkt, als man dann diese Tests kostenpflichtig gemacht hat. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten nicht mit Logik an die ganze Sache herangehen. Wir sollten nicht mit Logik rangehen. Losgelöst von entsprechend eben diesen Versagen der Politik sollte man das aus medizinischer Perspektive für sich abschätzen. Ja? Ich zum Beispiel würde jetzt auch sagen, also klar, man kann jetzt die Wirksamkeit eines Impfstoffs in Frage stellen, aber betrachten wir es mal aus der anderen Perspektive. Was muss das für ein krasses Virus sein, wenn es sogar dich befallen kann, in Anführungsstrichen, trotz des Umstandes, dass du geimpft bist? Also, so könnte man es auch betrachten. Weiß nicht, ob das Zweckoptimismus ist oder sich das Schönreden ist oder sonst dergleichen, aber ist vielleicht mal eine andere Perspektive einfach an der Stelle. Wir als Trader können das. Ja, und demnach, wie gesagt, unterm Strich bleibt es aber dann eine Entscheidung für jeden, für sich selbst. Wie gesagt, wir konzentrieren uns hier auf die schönen Dinge des Lebens und die schönen Dinge des Lebens sind Trading. Happy Trading wünsche ich euch. Wir sprechen morgen wieder. Donnerstag, dann am 4. November 2021, 10:30 Uhr gemeinsam mit Markus werfen wir einen Blick auf die Märkte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, Fragen jederzeit gerne. Gerne in die Chatbox unterhalb des Videos, per Mail, über Twitter und dergleichen. Ich würde mich freuen, mich mit euch austauschen zu dürfen. Schaut gerne in der Discord-Community vorbei. Und wie gesagt, morgen 10:30 Uhr hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.